Hi, ich bin Julia und das ist mein Zoo-Tagebuch aus dem Berg zur Halle. Kommt doch mit, folgt mir auf meinem Streifzug vor und hinter die Kulissen in Deutschlands einzigem Bergzoo. Hey und herzlich willkommen zum Zoo-Tagebuch. Hinter mir ist das Südpudo-Gehege, da werden wir gleich mal reingehen, denn es gibt Nachwuchs. Und das möchten wir euch ja nicht vorenthalten, deswegen kommt doch mal mit. Na, schon Hunger? Na, wo ist Mutti? Ja, und muss man mal Kindern gucken, wo Mutti ist. Mutti ist. Die schlafen ja viel. Ja. Also müssen wir mal gucken, entweder hinter der Kiste. Ach, oder ja, da. Liegt. Da schaut schon was heraus. Da ist die Helena. Wenn wir mal gucken, mal hier so drüber illern. Hallo! Na, kleines Mäuschen. Wer ist das denn hier? Das ist Mette. Mette. Mette ist vom Namen her, würde ich sagen, ein kleines Mädchen. Ist ein kleines Mädchen, genau. Und wie alt ist Mette jetzt? Mette ist im Juni geboren, den 22. Sehr zutraulich. Ja, ja, die ist sehr zutraulich. Das ist ja eigentlich was Seltenes bei Pudos, ne? Die sind eigentlich eher scheu. Ja, sind eigentlich eher scheu und wie gesagt, wir haben das erste Jungtier, also ist jetzt das erste, was so zahm ist. Das dritte Jungtier von der Helena. Aber das erste, was eben so zahm ist. Und hinter uns läuft ganz schnell der Papa weg. Wer ist das denn? Das ist der Tor. Der Tor. Und kann man, glaube ich, ganz gut Männlein und Weiblein unterscheiden? Kann ne? man unterscheiden, hat den Geweih. Ja. Ne? Gehören ja zu den Truhkirschen, wie vergleichbar mit unserem Reh, bloß halt sehr klein. Das sind die kleinsten Hirsche. Ja. Wiegen so 8 bis 12 Kilo, bis 15 Kilo vielleicht noch, aber mehr wiegen sie nicht. Ja. Und wer ist jetzt noch hinter uns da versteckt? Das ist Helena. Die Mama. Die Mama von der Mette. Die Mama von der Mette und die Mama von der Penelope und davor war noch der Thor. Und also waren die schon 30? Ja, die haben schon 3 Jungtiere. Also immer jedes Jahr ein Jungtier. Und dann immer zur gleichen Zeit? Immer zur gleichen Zeit, immer so Juni, Juli. Also. Mhm. Ja, dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das waren wieder sehr spannende Fakten. Ja. Pudos an sich sind ja auch nachtaktive Tiere. Oder dämmerungsaktiv sind sie. Ne? Und also am Tag sind sie viel irgendwo in ihrer Box und schlafen. Aber ich muss sagen, unsere, man sieht sie eigentlich häufig. Schon. Weil ja schon oft Besucher sagen, oh, man sieht sie nicht, aber wir haben ja die Möglichkeit, mehrmals sie zu sehen am Tag. Ja, dann schaut doch gerne mal. Es ist ja ein wunderbarer Ausblick auf das Gehege. Und wenn ihr ein bisschen Geduld mitbringt, dann lässt sich das ein oder andere Südpudo bestimmt auch mal blicken. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.